Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute gibt es den sechsten Teil der Djatloff-Reihe. Bis zum Teil 5 der Djatloff-Reihe, da haben wir die Vorgänge laut den Ermittlungsakten und den Autopsieberichten verfolgt. Das heißt, wir wissen, was vor dieser Nacht geschah, wie die Gruppe in etwa gewandert ist, wie sie am Kollat ankam. Und dann in dieser einen besagten Nacht, ab da liegt dann alles so ein bisschen im Nebel. Anhand der Ermittlungsakten, da kann man eben nur das verfolgen, was dann danach geschah, als die Rettungsmannschaften dort eintrafen und die einzelnen Gruppenmitglieder tot aufgefunden wurden. Ab diesem Zeitpunkt gab es dann wieder Ermittlungsakten und Berichte, die wir dann auch besprochen haben. Wir kennen die Verletzungen, wir wissen, wer welche und wessen Sachen trug. Anhand der Spuren, die die Djatloff-Gruppe in dieser Nacht hinterlassen hat, da konnte man so in etwa den Weg verfolgen, den sie gegangen sind. Aber es gibt um diesen Fall herum Unmengen von Informationen, die im Laufe der Jahrzehnte von den Leuten herangeschafft wurden, die sich intensiv mit diesem Fall in Russland befasst haben. Und all das wird noch zur Sprache kommen. Ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass ich ja dieses oder jenes noch nicht erwähnt hätte, was dann auch stimmt, aber das Ganze ist ja hier eine Serie und das wird alles noch kommen. Bevor wir zu all dem in den nächsten Folgen und in dieser Folge schon kommen, da müssen wir uns noch mit einer Sache befassen, die die Kleidung betrifft. Und dabei geht es dann um die kontaminierten Bekleidungsstücke der Gruppe. Ich schätze einmal, die meisten von euch, die wissen sicher, dass einige Kleidungsstücke bei der Djatloff-Gruppe radioaktiv kontaminiert waren. Aber da muss man jetzt einmal mit einer falschen Information aufräumen, die ich auch hier unter meinen Videos immer wieder lese, aber auch unter den Videos anderer Kanäle, wo es um den Djatloff-Vorfall geht. Und das ist diese Information, dass alle Mitglieder, also die Leichen der Djatloff-Gruppe sowie deren Kleidung, radioaktiv gestrahlt hätten. Das ist eben nicht so gewesen. Genau genommen waren es nur 3 Bekleidungsstücke, an denen man eine radioaktive Strahlung festgestellt hat. Das sind die, die ihr hier so auf dieser Grafik sehen könnt und darüber steht auch, wem sie gehören. Nun, zunächst einmal ist ja die Frage wichtig, wie kam man überhaupt darauf, dass diese Kleidung radioaktiv kontaminiert ist? Klar, weil man es entsprechend gemessen hat, aber da fangen die Merkwürdigkeiten schon an. Denn wie es ja nun einmal so ist, und wir alle kennen ja nun diese Geschichte, sind die irgendwann aus dem Zelt geflüchtet, runter ins Tal und dann da irgendwie zu Tode gekommen. Und in den Autopsieberichten, da wurde dann sehr oft von Erfrieren gesprochen. Nachdem man dann die letzten 4 Opfer in dieser Bachsenke gefunden hat, also Dobenina, Solotajow und die anderen beiden, da ordnete dann der leitende Staatsanwalt Lev Ivanov plötzlich eine radiologische Untersuchung an. Und wir reden ja hier offiziell von verunglückten, erfrorenen Wanderern. Welchen Grund sollte es also dafür geben, so eine Untersuchung anzuordnen?
Es gibt nicht den leisesten Grund dafür, weder in den Ermittlungsakten noch in den Autopsieberichten. Was hat den guten Mann also veranlasst zu sagen, dass man dies prüfen soll? Mal davon abgesehen, dass solch eine Prüfung überhaupt nicht zu den üblichen Untersuchungen bei der Autopsie von erfrorenen oder in der Natur verunglückten Menschen gehört. Es gibt da nicht besonders viele Antworten drauf. Laut der Ermittlungsberichte gab es dort nicht den leisesten Hinweis darauf, dass überhaupt irgendetwas verstrahlt sein könnte. Entweder wurde das in diesen Berichten nicht erwähnt und man hat doch etwas gefunden, oder irgendjemand wusste mehr, zum Beispiel der leitende Staatsanwalt, und hat es dann prüfen lassen. Aber einfach so aus der Fallsituation heraus, da gibt es da eigentlich überhaupt keine Veranlassung zu. Aber man hat dann in der Tat radioaktive Strahlung gefunden, und da ist die Frage, wie kam diese Strahlung auf die Kleidung? Dazu gibt es eine Erklärung, die logisch erscheint, aber im Nachhinein dann doch Fragen aufwirft. Krivonischenko, der arbeitete im sogenannten Tscheljablinz 40. Das ist eine geschlossene Anlage im Gebiet von Tscheljablinz gewesen, und da wurde waffenfähiges Plutonium hergestellt. Am 29. September 1957, da kam es da zu einem Unfall. Der wurde geheim gehalten und erst nach der Öffnung sozusagen der Sowjetunion während der Perestroika, da wurde das Ganze im Westen bekannt. Es trat dort Radioaktivität aus und es kam zu der sogenannten radioaktiven Ost-Ural-Spur, und die hatte so eine Ausdehnung von etwa 10 Kilometer mal 112 Kilometer, manche sagen auch komplett so um die 300 Kilometer. Das Ganze ist hier bei uns eher so als Krichtim-Unfall bekannt. Krivonischenko jedenfalls, der war sozusagen dabei und der hat dann später auch bei den Aufräumarbeiten geholfen. Das heißt, er war da schon einer gewissen Strahlung ausgesetzt. Kolevatov, der arbeitete ebenfalls in so einer geheimen Anlage damals, und die hieß Postfach 3394. Und er war da als Ingenieur in der Materialentwicklung, anorganischen Materialentwicklung beschäftigt, und das Ganze wurde für die Atomindustrie gemacht. Dort wurden dann auch Tests durchgeführt, und auch er könnte unter Umständen einer gewissen radioaktiven Strahlung ausgesetzt gewesen sein. Aber egal wie, in beiden Fällen wäre es so gewesen, dass ihre Sachen dann komplett verstrahlt gewesen wären. Also ein ganzer Pullover insgesamt wäre verstrahlt gewesen, oder die Hose oder der andere Pullover. Aber war das so bei diesen Sachen, die man da untersucht hat? Leider muss man sagen, das war nicht so, und damit gibt es dann weitere Fragen. Denn diese Bekleidung, und man konnte das ja messen, die war punktuell verstrahlt. Man fand auf diesen drei Kleidungsstücken Flächen, die waren zwischen 55 und 75 Quadratzentimeter groß, und das war der einzige Bereich, der richtig verstrahlt war. Die Toten selbst, die wiesen keine erhöhten Strahlungswerte auf, wobei man sagen muss, Ludmila Dubinina den Pullover von Krivonischenko getragen hat. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es eben keine Kontaminierung der Leichen gab. Ebenso konnte man feststellen, dass das Ganze Beta-Strahlung war. Und diese Strahlung, die war eben von einer sehr großen Reinheit. Und das ist auch wieder so ein Problem, denn in der Natur oder eine natürliche Strahlung, die ist nicht so rein. Diese Bestrahlung einer bestimmten Fläche, die konnte man sich nicht einfach so holen. Das Ganze musste gezielt entsprechend beschossen worden sein. Und das ging damals eben nur in rüstungstechnischen Einrichtungen. Und das ging auch nicht, wenn man die Sache anhatte und jemand hat dann auf einen gezielt und irgendeinen Hebel gedrückt, sondern diese Dinge, die mussten entsprechend gelegt und dann beschossen werden. Das ist einer der wichtigsten Punkte in der Theorie von Alexei Rakitin, zu der wir dann aber in einem späteren Video noch ausführlich kommen werden. Am 27. Mai 1959, da erhielt der leitende Staatsanwalt Lev Ivanov jedenfalls das Ergebnis dieser Untersuchungen. Einen Tag später, da schloss er dann diese Fallakten mit dieser bekannten Bemerkung, dass es keine Anzeichen für Gewalteinwirkung gegeben hätte und dass die Wanderer einer überwältigenden Kraft zum Opfer gefallen wären, der sie nicht standhalten konnten. Tatsache ist aber auch folgender Punkt. Der leitende Staatsanwalt, Lev Ivanov, der hat in seinem Abschlussbericht vermerkt,
dass diese radiologische Untersuchung gemacht wurde und dass radioaktive Strahlung an der Kleidung festgestellt wurde. In den Unterlagen der Staatsanwaltschaft, da wurde dann später ein Bericht gefunden und darin war vermerkt, dass Nikolai Klinow, der Vorgesetzte von Lew Iwanow, diesen Teil aus dem Bericht komplett streichen und zur Geheimsache erklären ließ. Erst 30 Jahre später, das heißt also im Jahre 1989 in etwa, da wurde dann bekannt, dass überhaupt diese radiologische Untersuchung einmal gemacht wurde und wie das Ergebnis war. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Im Jahre 1990, da hat dieser Staatsanwalt Lew Iwanow einen Zeitungsartikel veröffentlicht. Da war der schon längst pensioniert und die Sowjetunion, die bestand ja da nicht mehr. Und in diesem Zeitungsartikel, da hat er geschrieben, dass der erste Sekretär des Sverdlovsker Parteikomitees, sein Name war Andrei Kirilenko, ihm befohlen hat, alle Ermittlungen als geheim einzustufen und die Todesursache auf Erfrierung festzulegen. Und meine Lieben, ich muss diese Frage noch einmal stellen, weil ich die so gerne stelle. Und das alles wegen eines Schneebretts, das aufs Zelt gefallen ist. Ich glaube, ihr merkt jetzt schon, dass um diesen Fall herum lauter Vertuschungen stattgefunden haben. Und da sind wir hier noch bei den kleinen Dingen. Und wir werden da noch sehr viel mehr von besprechen. Und der nächste Punkt, auf den wir eingehen, das ist nochmal der Autopsiebericht. Den haben wir ja schon durchgekaspert in einer der vorherigen Folgen. Ich möchte da jetzt auch gar nicht mehr so genau drauf eingehen, sondern es geht darum, wie viel ist dieser Autopsiebericht eigentlich wert? Diese ganze Sache, die ist ja nun über 60 Jahre her. Seit 1989, da weiß man von diesem Vorfall erst. Und in diesen ganzen Jahrzehnten nach diesem Vorfall, da ist an dieser Sache unheimlich viel geforscht worden. Denn, ich sag mal, Kennern der Materie war sofort klar, da ist kein Unfall mit einer Lawine oder so passiert, da steckt etwas völlig anderes dahinter. Und so haben dann auch Wissenschaftler der verschiedensten Fachgebiete immer wieder damit begonnen, diesen Fall neu aufzurollen und sich diese ganzen Unterlagen noch einmal vorzunehmen. Und dazu gehörten eben auch Gerichtsmediziner. Und das waren in den vergangenen 32 Jahren dann so einige, aber die kamen immer wieder zu demselben Schluss. Nämlich, dass dieses Ding nichts taugt. Und das hat damit zu tun, dass da der Meinung der Gerichtsmediziner nach entweder sehr stümperhaft gearbeitet wurde oder vorsätzlich falsch gearbeitet wurde. Es ist zum Beispiel so, dass Schnittwunden, davon waren ja einige am Körper vorhanden, einfach mal so als Schnittwunden bezeichnet wurden, obwohl man weiß und auch damals schon wusste, dass dies typische Abwehrwunden von Messerattacken sind. Insbesondere, wenn man so eine Schnittwunde an der Innenhandfläche hat, die beweist, dass man versucht hat, eine Klinge festzuhalten. Dann ist es so, dass, ihr habt es ja in dem Teil gesehen, eine ganze Reihe tödlicher Verletzungen geschildert wurden, aber die Todesursache dann auf Erfrieren festgelegt wurde. Und wir haben ja gerade gehört, dass das eher so eine Befehlssache war. Es wurden Verletzungen geschildert, die eindeutig daher stammen, dass es eine Schlägerei gegeben haben muss, mit wem auch immer. Auch das wird in dem Autopsiebericht komplett unterschlagen. Und das, obwohl diese Art der Verletzungen auch damals schon leicht erkennbar waren und als typisch für Kampfverletzungen gelten. Und immer wieder kamen diese modernen Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass diese Dyatlov-Gruppe aufgrund der Verletzungen, die sie nun einmal hatten, von irgendjemanden äußerst brutal zusammengeschlagen worden sein mussten. Und zwar derart, dass sie teils daran starben. Und da sind sich die Gerichtsmediziner sehr einig. Es gibt da wohl einen sehr anerkannten und fähigen Gerichtsmediziner, der ist also so eine Koryphäe auf seinem Gebiet und der arbeitet an der Pirogov-Universität in Moskau. Und er hat gerade im letzten Jahr, im Jahre 2020, das Ganze noch einmal aufgerollt und er kam zu dem Schluss, dass die alle zusammengemöbelt wurden und zwar vom Allerfeinsten und eben diese tödlichen Verletzungen davontrugen. Und ebenso kam er zu dem Schluss, dass der damalige Gerichtsmediziner das Ganze verschwiegen haben muss. Und der damalige Gerichtsmediziner namens Boris Vosrojony, der hat sich bis zu seinem Tod geweigert, über diese Sache zu sprechen und der ist lange nach dem Ende der Sowjetunion gestorben.
Wenn man ihn darauf ansprach, dann hat er stets gesagt, dass er mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun haben will. Und es gibt noch einen Punkt, der in diesen Autopsieberichten überhaupt nicht erwähnt wurde. Und das ist die Art und Weise, wie die Dyatlov-Gruppe, also die Personen, dort vorgefunden wurden. Im Normalfall ist es so, dass wenn jemand erfriert und der nicht gerade irgendwo sitzt oder irgendwo rumhängt, die Fötushaltung einnimmt. Das ist eine Reaktion des Körpers so ziemlich zum Schluss, um vielleicht doch noch die Wärme des Körpers irgendwie im Körper halten zu können. Was natürlich dann nicht gelingt, aber der Körper versucht es eben so zu verhindern, dass er weiter auskühlt. Eine einzige Person wurde in dieser Fötushaltung vorgefunden und das war Sinaida Kolmogorova. Alle anderen, die lagen auf dem Rücken oder auf der Seite, sozusagen in gerader Position, so als wären sie an Ort und Stelle umgekippt und liegen geblieben. Das Ganze müsste schon ein gewaltiger Zufall sein, wenn alle Wanderer dieser Gruppe zufällig zu den 1% gehören, die dann nicht diese Fötushaltung einnehmen, wenn sie erfrieren. Wenn sie allerdings niedergeprügelt und liegen gelassen wurden, dann findet man sie so vor, wie man sie vorgefunden hat. Und wenn man sieht, dass wie zum Beispiel bei Dyatlov die Jacke geöffnet war, die Hemdtaschen geöffnet waren, da sieht das Ganze so aus, als hätte man dort irgendetwas gesucht. Und bei dem einen oder anderen, da passten ja eben auch die typischen Totenflecken überhaupt gar nicht zu der Position, in der er lag. Auch das ist ja bekannt. Das heißt, nach seinem Versterben muss der Körper entweder transportiert oder gedreht worden sein. Aber noch einmal zurück zu diesem Autopsiebericht. Tatsache ist mal eines. Wenn man diese Strecke, und das haben ja nun genug Menschen im Nachhinein selber noch einmal ausprobiert, diese Strecke von dort, wo das Zelt stehen sollte, bis hinunter zu den Punkten ging, wo man die Gruppe dann letztendlich gefunden hat oder deren sterbliche Überreste, bei den Temperaturen unter den Bedingungen, die die damals hatten, die wären gar nicht mehr in der Lage gewesen, die Arme hochzuheben, um sich da gegenseitig kurz und klein zu schlagen. Fakt ist aber auch, dass sie diese Verletzungen, die sie davon getragen haben, erst unten im Wald bekommen haben können, denn mit diesen teils tödlichen Verletzungen wäre da keiner mehr diesen Hang runtermarschiert, was im Übrigen zwischen 30 und 40 Minuten gedauert haben muss. Aber auch da gibt es wieder ein Problem. Die Wissenschaft sagt, bei diesen Temperaturen und den Bedingungen, die dort herrschten, da hat man im Prinzip eine Überlebenschance von 30 Minuten, wenn überhaupt, wenn es gut läuft. Vorausgesetzt natürlich immer, dass wir von dieser Gruppe und deren Bekleidungszustand reden. Können die dann überhaupt diesen Hang runtergegangen sein, was so in etwa 30 bis 40 Minuten dauert bei diesen Bedingungen? Und dann hätten die unten auch noch all diese Sachen machen müssen, die man da so vorgefunden hat. Ein Feuer machen müssen, sich eine Schneehöhle bauen und so weiter und so fort. Und das alles nimmt Zeit in Anspruch. Und auch das scheint offenbar nicht zu passen. Und so gibt es dann die Frage, hat das Zelt überhaupt jemals dort gestanden, wo man es vorgefunden hat? Oder ist das Ganze, was man vorgefunden hat, so arrangiert worden? War die Gruppe überhaupt jemals auf dem Kollat und hat dort ihr Zelt aufgestellt? Bevor die Gruppe auf diesen Dyatlov-Pass hoch ist, da haben die ja noch ein anderes Lager aufgeschlagen, das wissen auch nicht alle. Da gab es dann eben Vorräte, man hätte dort noch Kleidung finden können und so weiter, aber die Gruppe ist da gar nicht hingegangen. Warum nicht? Denn dieses Lager, das war ja auch da unten, wo sie im Prinzip hingelaufen sind. Das sind alles so Fragen, mit denen werden wir uns noch befassen und ihr seht, wir haben noch reichlich zu tun. Und dabei sind wir dann noch nicht mal bei den Unterlagen der Staatsanwaltschaft angekommen, die offensichtlich Ermittlungen im Fall der toten Wanderer eingeleitet hat, Tage bevor die überhaupt erst einmal vermisst wurden. Und das sind ja nun Unterlagen, die existieren ja, das sind ja Originalunterlagen aus Archiven. Und die wurden ja von der heutigen Staatsanwaltschaft selbst geprüft auf Echtheit und so weiter. Und da gibt es nichts dran zu rütteln an diesen Unterlagen, die existieren nun mal. Und alles das gehört ja zu diesem Fall. Egal, ob da jetzt vor kurzem zwei Wissenschaftler festgestellt haben, dass unter gewissen Bedingungen, wenn die alle eingetreten wären, am Dyatlov-Pass ein Schneebrett hätte entstehen können. Aber die beiden Herren haben ja selber noch gesagt,
Das erklärt gar nichts, was viele dann nicht mehr gelesen haben. Also ihr seht in der nächsten Folge, wenn wir dann anfangen mit diesen ganzen Theorien, die es gibt, mit den Unterlagen der Staatsanwaltschaft, da gibt es noch so einiges dann, worüber man nachdenken kann.